Mundo de Trimax hier, wir zocken weiter Sky Factory 3. Unglaublich geil. Also mit Abstand der beste Mod in Minecraft. Das finde ich viel besser noch als normales Minecraft, weil in normalem Minecraft bist du dagegen ja komplett limitiert. Ist ein Skyblock-mäßig, wir haben auf einem kleinen Block angefangen. Heute beginnt jetzt der zweite Stream. Revi ist heute leider nicht da, der ist krank. Grüße gehen raus, gute Besserung. Morgen bin ich dann aber nicht da, dann macht Romatra eine Folge mit Revi. Wir dürfen heute nicht zu weit kommen, aber dafür machen wir das, was wir machen, umso geiler. Das ist ja die erste automatische Maschine, die wir haben. Dieses Teil hier war relativ schwer zu bauen und macht automatisch Cobblestone. Das kommt in die Kiste. Von der Kiste wird es weitergeleitet hier hin. Dann macht es einen Hammer kaputt. Dann ist das Gravel oder Cobblestone in kleinen Teilen. Das packt man dann durchs Sieb und dann durchs Sieb kommen Sachen raus, wie zum Beispiel kleine Iron Ore Piece. Das kann man dann vier zusammenpacken, dann hat man Iron Ore, das schmelzt man ein, dann hat man ein Eisen. Und dann kann man immer, immer weitermachen. Es gibt so unglaublich viel zu bauen und man kann alles automatisieren, genauso wie ich es liebe. Alter, ich habe schon wieder so Bock. Ich habe selber von dem scheiß Intro so derbe Bock bekommen, dass wir jetzt endlich anfangen. Okay, was ist das nächste Projekt? Oh, ja, lässig. Ich werde jetzt eine Mobfarm bauen, genau. So, Problem ist gerade, was wir haben. Es kommt ab und zu Kohle hier raus. 26 Stück sehen wir. Das Ding frisst aber Kohle wie Sau. So, also, das macht schon mal keinen Sinn. Also, das Ding kann nicht genug Strom herstellen. Weißt du es? Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Wir hatten in beiden viel zu viel drin. Du hast jetzt 26 Kohle mal reingetan, ne? Jetzt haben wir beiden 13. Das geht dann runter. Also, es kann nicht genug Kohle selber fördern, um dann genug Kohle zu machen, um es sich selber anzutreiben. Wir haben ja zwei Generatoren. Deswegen noch nicht, ja, wenn man es weiter aufpimpen kann, aber dann braucht es auch wieder mehr Strom. Also wir müssen irgendwas finden. Ich bin ja ein Riesenfan von Solarenergie. Hatten wir letztes Mal schon versucht, war die falsche Energiequelle. Vielleicht kennt sich hier jemand im Live-Chat auch. Jetzt, was machen wir als nächstes? Einige sagen Windkräder. Jo, Kräder auf jeden Fall. Windkräder. Oder halt ein Wasserwerk, was Strom machen kann. Oder einige sagen Solarenergie. Was ist denn das Chilligste? 30% sagen Solar, 30% sagen Wasser, 30% sagen Windräder. Danke, Leute. Ich baue jetzt hinten. Nee, Digga, echt nicht. Ganz im Ernst nicht. Ich baue ganz weit weg. Nein, warum denn? Das ist doch hier mein Viertel. Guck doch mal die Karte an. Alter, Romata, das glaube ich jetzt nicht. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. What the fuck? Weg mit dir. Wieso passt dir das? Digga, das ist ja so... Hier ist Schluss. Hier ist erstmal Schluss. Ich muss hier noch so viele Felder hinmachen. Ich habe schon einen ganzen Plan. Ich mache so viele Karotten und alle möglichen Felder und Baumfarmen und Äpfelbäume. Das kommt hier alles in die Ecke hin. Ich fasse es nicht. Dann baue ich bei Revi weiter. Hey, bau doch hier hinten weiter. Nein, da hinten kommt eine riesige Fabrik hin. Lass mich in Ruhe. Ich habe da schon Pläne geschmiedet. So ein Scheiß. Da ist kein Platz für... So. Oh, shit. Alter, hast du die Zuschauer gerade sauer gemacht. Jeder hat eine Ecke und du bist so doll. Du brauchst dafür einen Alloy-Smelter. Geil. Und macht uns das weitere Spielen einfacher. Geil, jetzt hab ich einen Pfad. Ich hab eine heiße Spur, Alter. Oh, ich würde so gerne, ich baue das hier ab. Das triggert mich, dass der hier steht. Das dauert jetzt eine Weile und wir werden das Obsidian nicht rauskriegen, aber das ist mir egal. Ich will einfach nur, dass es weg ist. Boah, Copper-Ingot. Ich muss mein Handy holen, ich muss die ganze Zeit fotografieren. Holy shit, schaffe ich das, Leute? Also, Digga, Junge, man kann ja mal draufklicken, dass sich das verwandelt, ne? Ja. Und ich habe gerade 8-mal drauf gedrückt, um jetzt überhaupt irgendwelche Zutaten zu sehen, die ich kenne. Ja. Das ist das Satisfactory-Feeling. Weißt du noch? Ja, ich weiß. Holy shit. Oh nein! Bist du tot? Bist du gestorben? Digga, bist du dumm? Ich hoffe, du hattest nichts Wertvolles dabei. Du baust eine Mobfarm und das Erste, was du machst, ist, du stirbst? Digga, du bist ja so lost, ne? Oh Gott, die scheiß Spinne hat mich einfach runtergeboxt. Wie komme ich da jetzt ran? Oh Gott, gar nicht. Kommst du nicht? Doch. Waffen, lass das mal. Mobfarm ist fürs Late Game. Oh mein Gott! Alter, ein Jumpshot versucht. Hast du es gesehen? Oh, wenn er mich getroffen hätte, wäre ich wieder tot gewesen. Alter, er hat sich geopfert für seine Mob-Freunde. Wieso baust du denn nicht einen breiteren Weg? Ich versteh's nicht, egal. Soll ich dir ein bisschen Copper ranbringen? Ich weiß halt nicht, wie es macht. Ich habe gerade alles geballert. Alter! Bam, bam, zack, zack! Und ich habe 0 Copper bekommen. Chat, ich brauche eure Hilfe. Wie baue ich Copper? Copper. Du kannst die Maschine nochmal bauen. Darf ich die Maschine nochmal bauen? Du darfst die Maschine nochmal bauen, direkt daneben, aber mit einem anderen Sieb am besten, ne? Oh, Junge, ja. Wie mit einem anderen Sieb? Ja. Kannst du auch ein anderes Sieb reintun? Ja, aber soll ich nicht doppelt mal schlagen lassen? Soll ich wieder nur einmal schlagen? Ich glaube, du kannst auch nur einmal schlagen lassen, aber du brauchst einfach ein anderes Sieb, dass diese Sachen daraus kommen, wenn du es auch zweimal schlagen würdest. Weißt du, was ich meine? Habe ich so verstanden.
Ich hab's gar nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe so verstanden, es gibt zwei Alternativen. Entweder lassen wir es zweimal schlagen, dass aus Gravel Sand Warte, wird. Wir können das nachschauen. Wir gehen auf Copper. Wir geben hier Copper ein. Wir wollen Copper Ore Piece. Und wenn ich jetzt kann ich schauen, wo ich das herkrieg, glaube ich. Das kriegst du aus einem String Mesh, wenn du Sand machst, kriegst du Copper Ore. String Mesh und Sand. Wir müssen es doppelt kompressen oder Gravel durch ein String Mesh. Gravel durch einen String Mesh geht auch. Flint. Guck, habe ich doch gesagt. String, wo gibt's den her? Den machst du aus Fäden. Wir müssen eigentlich noch 80 Fäden haben, weil der Parasit so viel gemacht hat. Weißt du, was ich meine? String Mesh. Aber String Mesh ist doch scheiße. Da kann man doch nichts Kompaktetes durchbekommen. Brauchen wir auch nicht, ne? Nee, brauchen wir nicht. Der, ich hab's einfach. Komm her, gönn dir. Gönn es mir. Obwohl, solange du es noch nicht benutzt, kann ich das irgendwo schon mal reintun? Nee, ne? Dass ich es benutzen kann? Nee, ne? Nee, du sollst es direkt hier reintun. Nimm unten das Iron raus und tu das andere rein. Ach so, so einfach geht das? Ja. Ach, wie geil. Hast du es reingetan? Ja. Flintstift. Jetzt Flintstift Mesh. Wir haben 3 Diamanten bekommen, gell? Wir haben schon 3 Diamanten. Das ist halt geil. Und jetzt kommt hier echt Kupfer raus. Beobachten wir das mal. Ist auf jeden Fall geil. Okay, baut das nochmal, dass wir verschiedene Netze haben. Also alle sagen, den brauchen wir auf jeden Fall. Weil damit kann man Sachen herstellen, die wir dann für andere Maschinen brauchen. Das würde uns richtig dick boosten. Den Alloy-Smelter brauchen wir. Und der stellt ganz viele verschiedene Metalle. Der kann so Legierungen und sowas herstellen. Verstehst du? Dass wir, weil es gibt ja Besonderes. Zum Beispiel für ein Kabel. Der snatcht, dass es auf Englisch ist. Die sind ganz komische Begriffe. Sieve habe ich noch nie vorher gehört. Ich auch nicht, das sind Fachbegriffe, die hat man überhaupt nicht im. Denn du kannst 3 Jahre in Amerika wohnen und niemand sagt zu dir Alloy Smelter. Ja. Wie hieß immer das Kabel? Das hatte auch so einen kurzen Namen. Wire ist falsch. Conduit, genau, das ist es. Habe ich auch noch nie gehört. Conduit, hier. Wir platzieren da oben Fackeln, Chat. Wir machen keine Halbsteps, das ist mir zu anstrengend. Hier, Energy Conduit. Ey! Was denn? Ey! Die scheiß Spinne. Wieso ist die auf einmal aggressiv geworden? Hier, wir brauchen, du musstest dir, dass du es mal lernst. Hör mal auf ganz kurz, geh mal zurück. Chill mal eine Round, scheiß Spinne. Öffne mal dein E, Mein E, ja? Ja. Ja. Gib mal ein Conductive Iron. Conductive Iron, ja. Dafür brauchen wir Conductive Iron Essence und davon brauchen wir Conductive Iron Seeds und die kriegen wir, indem wir was? Hä, das ist doch verrückt. Ja, und dafür brauchen wir dann den Alloy Smelter. Hast du es jetzt verstanden? Ah, warte. Man muss irgendwie Redstone und Iron zusammen machen. Dann ist es. Verstehst du, was ich meine? Dann ist es sozusagen eine Metalllegierung. Fusion Crystal Diamonds? Das ist zu verrückt. Ja, ich weiß, das ist mein Projekt. Ich habe direkt den Brecher rausgesucht. So, erstmal hier das Cauldron ist ja easy. Den hier brauchen wir. Das schaffe ich doch. Copper Ingot, Redstone, Gold Nugget. Komm, machen wir. Boom. Ich habe einen Basic Compositor. Das ist geil für die 3. Machine Chassis. Ich bin insane gut. Wow. What the fuck? Ich bin ja echt, das ist hier ein. Ich kann auch nicht mehr. Ich drück so doll die Sneak-Taste. So doll drücke ich die Sneak-Taste, weil ich nicht runterfallen möchte, dass ich verkrampfe völlig. Das sind G-Kräfte, die auf der Taste. Das ist unglaublich. Dein ganzes Körpergewicht. Ja, ich lieg auf der Taste drauf. Aber dazu brauche ich einen Diamond Mesh. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Brauchst du den Copper noch? Wie viel Copper brauchst du? Alter, Junge, guck mal bitte meinen Stream. Ich hab einen Alloy-Smelter. Was macht der? Das werden wir gleich herausfinden. Den baue ich bei mir auf. Das ist meiner. Du darfst den nicht bei dir aufbauen. Hier ist Fabrikgelände. Nee, das ist erstmal so. Den können wir wieder abbauen und später bei dir aufbauen. Der hat noch keine Funktion bei dir. Solange du ihn nicht automatisierst, ist das nicht deiner. Was kann der denn? Iron und Redstone zusammen machen zu Conductive Iron und damit können wir Kabel herstellen. Solarpanel drauf machen. Das funktioniert doch nicht. Wieso schreiben das alle? Ein Dummer schreibt das und alle machen es nach. Das sind 2 verschiedene Stromarten. Das funktioniert nicht. Das ist sowas wie Wechselstrom und Gleitstrom. Heißt das so? Einfach mit Halbwissen um mich geworfen, scheiße. Gleitstrom, Alter. Wie heißt es? Nein, ich will es von dir wissen, wie es heißt. Wechselstrom. Sag mir, wie es heißt. Und? Wechselstrom und? Gleichstrom. Ja, das ist es. Sehr gut, danke.
Fand ich schon wieder geil. Solarpanel geht drauf. Fand ich echt dick. Versuch also ich weiß nicht, wir hatten das doch gestern schon versucht. Alter, ich dachte immer, ich bin hier der Loste und das finden die Leute witzig, weil die das Spiel besser können und kommen hierher und lachen drüber. Und jetzt stelle ich Fragen in den Chat, die sind alle noch loster als ich. Ach lol, das geht. Sympathisch. Digga, das ist doch so viel besser als normales Minecraft. Ich verstehe das nicht. Die armen Entwickler. Die bringen Spiel raus und dann kommen irgendwelche Dudes und machen das Spiel nochmal 10-mal geiler. Wieso denn die armen Entwickler? Ja, du, das ist deine Lebensaufgabe von Mojang, ein geiles Game rauszubringen. Genau, kriegst du es auch so hin, das Grundgerüst, dann kommen irgendwelche kranken Dudes und machen es 1000-mal geiler. Verstehst du, was ich meine? Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, dich bei der Olympia teilnimmst im Sprinten und du hast eine ganz gute Leistung hingelegt und dann ist jemand 10-mal so schnell wie du. Das ist doch direkt ein Disrespect für dich. Weiß ich nicht. Also wenn du diesen Modus siehst und normales Minecraft vergleichst, der dann... Es gibt viele Leute, die feiern sicher normales Minecraft mehr als das hier. Normales Minecraft? Ich meine, du kannst ja alles machen wie normal Minecraft, aber halt noch mehr. Hast du musst noch Glas oder Sand, bitte? Ganz schnell. Nee, brauch ich doch ganz dringend, Assi. Junge, wir haben ein akutes Energieproblem. Die Sonne strahlt, Digga, die Sonne strahlt, hier ist ein riesiges Ozonloch über uns. Wir können so viel Solarenergie ranschaffen, wir packen es nicht. 8x3x3 sind, Romatra, du hast studiert. 9x8 sind, kleine 1x1. Kleine 1x1, du weißt es. Ich weiß nicht, was 9x8 sind. 9x8, Romatra, jetzt go. Du hast ich Bachelor weiß, in Luft- und Raumfahrttechnik. 9 sind 81 minus 9. Junge! Junge, du kannst mich doch nicht einfach so ins kalte Wasser werfen. Was ist mit dir? Bist du verrückt? Macht dir das Spaß? Ich hab ein Conductive Iron, Junge. Du kannst mir die Füße küssen. Ich hatte das Spiel durch. Ja, letzte Folge Sky Factory 3. Wir haben es geschafft.